Leute, ich bin jetzt zu Hause, bei meinen Eltern wie immer und ich gehe nachher. Oh, das ist wirklich, das ist mein Haar nicht, Mann, egal. Ich werde jetzt einfach nichts mehr dazu sagen. Ich gehe nachher feiern. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich feiern gehe. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Das ist so schrecklich. Kennt ihr das immer, wenn ihr am Wochenende feiern gehen wollt? Und ich denke immer, wir haben Wochenende, weil morgen freier Tag ist. Oh Mann, morgen ist Feiertag. Naja, und vor allen Dingen, was halt richtig blöd ist, ich habe so viele Klamotten, habe ich euch ja erzählt. Also so Oberteile, aber ich glaube, ich muss mal wieder doch shoppen gehen. Das Oberteil, das habe ich ja schon mal bei einer Story an. Und immer, wenn ich so Leute gesehen habe, die Stories gemacht habe, da habe ich mir so gedacht. Deswegen, das Oberteil ist schon frisch gewaschen und das habe ich halt nochmal angezogen. Egal, ich meine, wer achtet da drauf? Hätte ich euch das nicht gesagt, wäre es euch vielleicht nicht aufgefallen, weil die Stories verschwinden ja nach 24 Stunden wieder. Und ich meine, nur ich habe sie so gespeichert. Ich soll jetzt gleich mal was essen. Ich habe richtig Kohldampf und die Freundin will schon zwischen 10 und 11 sich mit mir treffen. Und ich habe zu ihr gesagt, nee, mir wäre so 11, 12 lieber so. Entweder eine Bar oder dann ein Club oder gleich ein Club. Hey Leute, meine Stimme ist etwas besser geworden, immer noch nicht so gut. Ja, soll ich euch dann von gestern Abend erzählen? Also. Ich weiß gar nicht, was man da so erzählen kann. Hey, oh mein Gott, meine Stimme. Ich kann nicht mal hey sagen. Ich habe die ganze Zeit mit Lisa telefoniert. Oh Mann, scheiß Klammer im Haar. So wie gerade eben, hat einfach aufgehört zu filmen. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hatte dann keinen Speicher mehr und dann konnte ich das gar nicht mehr abspeichern und das war so ein lustiges Video. Oh Mann, meine Stimme. Und ich sollte jetzt eigentlich keine Story machen, weil ich muss noch die Küche aufräumen. Ich habe vorher was gegessen. Oh Mann. Ganz kurz, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe vorhin einen Livestream gestartet und das war mega lustig und voll lang ging der. Und dann hatte ich da so einen ekligen Käfer und. Oh, und ich habe das alles gefilmt und dann ist mein Handy zusammengebrochen. Ich muss, wie gesagt, noch abwaschen, immer noch. Also die, wo es in der Live-Story nicht gesehen haben, weil die ja, die wird jetzt halt keiner mehr anschauen können. Ist echt mega, mega schade. Die war so witzig mit diesem fucking Käfer, wie ich rumgeschrien habe. Oh Mann, ich habe so viel erzählt in der Story. Jetzt kann ich alles wiederholen. Oh Mann, also, ja, gestern beim Party machen, da haben Stella und ich so zwei Typen kennengelernt. Die beiden sind halt überjung. Also der eine ist 20 und der andere weiß ich nicht mal, wie alt er ist. Oh, ich glaube, ich lasse die scheiß Klammer draus. Auf jeden Fall, ich erzähl's euch gleich. Ich hab wie am Spieß geschrien, so. So. Ich kann es nicht mal. Ich habe richtig, richtig laut geschrien. Da war so ein fetter Käfer am Spiegel und ich zeige gerade so mein Outfit in der Story und ich habe mich so erschrocken. Schöne braune Augen und richtig sympathisch einfach. Aber einfach kleiner und es geht halt einfach nicht. Und naja, 20 Jahre, das ist dann wieder so. Mein Limit ist 21, so jüngstens und 20. Naja, wie gesagt, allein, dass er kleiner war. Und so waren da halt auch so Typen im Club, die haben da so um uns rum getanzt und. Also ich habe vorhin erzählt, da war so einer, der hat da so getanzt mit seinen Kollegen und dann später, Stella und ich sind da gerade so am Tanzen. Obwohl ich ihm so wirklich so einen Blick gezeigt habe, so, was willst du eigentlich? Ist er dann zu mir hin und hat mich angetanzt und mich die ganze Zeit angegrinst und so und mit mir so getanzt und ich halt auch dann so ihn angelächelt. Also der eine heißt Alex und der andere weiß ich gar nicht mehr, aber dieser andere, der war kleiner als ich. Also richtig hübsches Gesicht und braun gebrannte Haut. Also er ist dann halt zu mir und hat mit mir getanzt und er hat halt so einen Bart und ich stehe überhaupt nicht auf Bart. Aber er war irgendwie sympathisch, er hatte schöne weiße Zähne und irgendwas hatte der. Auf jeden Fall dachte ich nur so, naja, ich habe dann zu ihm gesagt, und wer tanzt mit meiner Freundin und so, ich habe so ein bisschen abgeblockt. Und dann meinte ich halt so zu Stella, ja, der war ja schon ganz sympathisch irgendwie. Und ja, auch wenn er einen Bart hat und gar nicht mein Typ ist, mutig war er ja, dass er mich quasi angetanzt hat, obwohl ich ihm so einen bösen Blick zugeworfen habe, so einen desinteressierten Blick.
Und sie hat dann halt gemeint, ja, hast du nicht gesehen, der hat mit voll vielen Weibern und so getanzt, der ist voll billig und bla. Und ich so, ja gut, so einen Typen will ich auch nicht. Da habe ich mir so gedacht, nee, besser so, dass ich den nicht kennenlerne, wenn er schon mit so vielen Weibern den ganzen Club rumtanzt. Kennt ihr diese Leute, ob Mädels oder Jungs, die da einen ganzen Club mit allen rumtanzen, zum Beispiel die Männer, wenn sie die ganze Zeit zu irgendwelchen Weibern gehen, mit der tanzen, dann mit der, dann mit der, mit der, mit der, mit der, mit der. Hallo? Nein, danke. Also, das war dann auch Schnee von gestern, hat sie dann auch erledigt, der Typ. Und generell hat dieser Costa Ricaner hat sie auch erledigt und seinen Kollegen, weil die wollten eigentlich dann ins Puzzles gehen und dann kamen sie wieder zurück ins Tacheles und meinten so, ja, die bleiben doch hier. Und ich so, okay. Aber wir haben mit denen jetzt nicht irgendwie dann groß noch geredet oder getanzt. Wir haben vielleicht ein bisschen kurz mit denen getanzt und das war's. Wir haben meistens so für uns getanzt und ja, wenn mich ein Mann nicht interessiert, dann schnappe ich mir eh mal die Stella und tanze mit ihr so, dass kein Typ zu uns kommt. Und er so, ja, mich will ich ein bisschen ablenken. Und ich denke nur so, von was denn? Und ich dann nur so zu ihm, ja, und wir tanzen eben mit meiner Freundin und so. Und dann habe ich halt die ganze Zeit so gemacht und dann ist er plötzlich abgehauen, ist er halt gegangen. Und dann, das am Ende sollte heißen, dass kein Typ zu uns durchkommt, ja, dass keiner halt uns anspricht, wenn ich da eh nicht interessiert bin. Da waren so viele, die haben mich halt einfach nicht interessiert. Ich bin halt mega wählerisch und ich würde ja meinen Traum an euch nochmal sagen, aber nur die, wo es interessiert, jetzt nicht. Also Leute, ich frage euch jetzt einfach mal, wen es interessiert, kann ich gerne noch mal im Story meinen Traummann beschreiben. Wer sich bewerben will, das wird schwierig, weil ich bin wirklich extrem wählerisch. Aber ja, so ist halt. Ich weiß halt einfach, wen oder was ich will und vor allen Dingen, was oder wen ich nicht will. Und deswegen bin ich halt so wählerisch. Aber meine Güte, ich werde nicht jünger und habe ja schon mal gesagt. Also ihr Lieben, ich chill jetzt noch ein paar Stunden am Handy und Instagram, Facebook und so und schreibe mit ein paar von Lavu. Mit Mari. ja, deswegen werde ich jetzt gleich. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden, ihr Lieben. Ich muss jetzt unbedingt noch aufräumen in der Küche. Ich habe keine Lust. Ich habe so keinen Bock. Ohne Witz, keinen Bock. Schönen Abend euch. Macht's gut. Ciao. Leute, ich habe gerade nochmal geschaut. Ey, meine Stimme klingt so gruselig, also das meine ich jetzt gar nicht, sondern meine Stories haben sich schon wieder verdreht, aber das scheint irgendwie normal bei Instagram zu sein. Also nochmal, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.